Na gut. So, ich hoffe, das mit dem Matter wird uns nicht noch. Absolut idiotisch. Wenn das der Kommentar dazu war. Mann, ey, warum kann man nicht grillen oder kochen? Das ist doch Bullshit. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ja. Der letzte Scheiß ist da einfach nur. Ja, das kann schon sein. Kann schon sein, da. Ich höre nicht mehr auf das. Ach ja, Fisk. Sag mal, Fisk. Früher wäre das ganz anders, solange ich nichts zu tun habe. Dann habe ich die Quest ja schon gemacht. Verlass dich auf jemanden, du bist. Ja. Mal dann einfach mal ein bisschen in die Wälder gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen grinden. Warte mal, ich wollte auch gucken. Das Arena-Viertel, da kann man auch da lang. Was ist denn mit dem Ball da? Der frisst seinen Käse. Oh, ich hätte jetzt auch Bock auf Käse. Das ist wirklich nicht mein. Hey, du! Ich wollte nur gucken, ob Wachen! Hierher! Hä? Erstmal abwarten. Der letzte so lang. Ich wollte nur gucken. Ach ja, jetzt haben wir den Matt hier wieder. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Was ist? Weg mit der Waffe, weg nur damit! Mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ich mein's ernst, weg damit! Ich wollte den Matt töten! Ficke. Und da eben wollte ich nur mal kurz ins Haus gucken. Ich wollte doch nichts machen. Ich wollte nur mal gucken, ob da eine Kochstelle ist. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintritt. Ja. Unsere Ration hier abholen, boah. Hör mal, du kannst gleich mal deine Ration abholen. Wow. So, wenn jetzt hier irgendwie. Ach ja, wir wollten auch noch mit dem Scuddy reden. Weil der Fletcher hat jetzt Schulden bei dem. Und vielleicht können wir dem da irgendwie. Ne, guck mal nicht. Schade. Kirgo. Hey, Kirgo! Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Okay. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ich mach mal was. Ich versuch's mal. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ich poliere dir auch gleich die Fresse, Alter. Ich versuche es. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Willst du mich an? Waffe weg! So,
Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Hä? Alles klar, ich mach ja überhaupt nichts. Versuch das nicht nochmal! Ja, hä, du hast doch... Das macht richtig Spaß. Halt dein Maul! Nee! Was ist denn da los? Naja. Dann gehe ich jetzt leveln. Und den Matt in... Kannst du mir helfen mit Matt? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Schade. Muss er sich jetzt heilen? Jetzt erst? Ich höre nicht mehr. So, was? 5.130 von 7.100. Bis dann. Oh. Mal gucken. Da oben ist ja auch noch eine Höhle. Da gucken wir mal rein. Ihr Schweine! Ihr seid ganz schön viel! Die hauen aber immer noch rein. Ich brauche dringend eine Rüstung. Oder ich muss irgendwo anders noch Quests machen. Was ist das hier für eine nutzlose Höhle? Nützliche Höhle. Was ist das für eine nützlose Höhle? Ich habe ja Fleisch bis zum Abwinken. Da kann ich ruhig mal was futtern, wa? Futtern. Wo ist es denn? Wo ist mein Fleisch da? Beißt er in die rohe Keule rein, Alter. Und noch eins. Und ruhig noch eins. Das war lecker. Ich hab auch schon wieder Hunger. Ey, du Schwein! Nee! Wer sollte uns denn treffen? Wollen wir mal den Bogen ausprobieren? Warte. Jetzt ist hier wieder unbekanntes Terrain. Wir müssen eigentlich jeden Schritt speichern. Halt still! Shit. Nee. Da haben wir die Pfeile verballert. Ach ja, nee, warte. Das mit der Arena. Warte. Ich habe nämlich noch was gelesen. Und zwar, ich muss mir was beim Kronos holen. Ich habe doch jetzt Geld. Und da soll ich mir was holen und damit kann ich wohl die Arena bezwingen. Ein Zauber oder so. Ich versuch's mal. Was soll ich speichern? Weiß ich nicht. Also, das gefällt mir hier gar nicht. Ich speichere einfach. So. Ich lade dann halt auch nochmal. Also, ich gehe jetzt zum Kronos. Der ist, glaube ich, der Typ da in der Mitte vom alten Lager, vom neuen Lager. In der, Siedlungshöhle da. Und dann dem Sommer was abkaufen. Da speichere ich mal. Und dann laufe ich zurück und versuche das mit der Arena.
Also bevor wir den Blatt abkaufen natürlich, weil sonst ist ja dann eher Zweck. Es ist ein bisschen laufen. Das Blöde an diesem Spiel ist, dass es anscheinend keine Schnellreise gibt. Zumindest nicht über eine Map oder so. Vielleicht als... Aber man kann... Ja, ja, als Spruchrolle, aber ich glaube auch nicht. Da erinnere ich mich an Lineage. An Lineage 2. Da gab es auch immer die... Wie hießen die nochmal, diese komischen Rollen, womit man wieder zurück in so eine Stadt kam. Scroll of... Weiß ich nicht. Aber das Spiel war auch cool, das hat richtig Spaß gemacht. Das waren noch Zeiten. Das war richtig cool. Ich glaube aber, so wie das da war, als ich das gespielt habe, ist das jetzt gar nicht mehr. Jetzt was ganz anderes. Ich habe das später danach irgendwann nochmal gespielt. Das hat sich so grundlegend unterschieden, das war echt schade. Erstmal abwarten, ja. Ich muss kurz was trinken. Entschuldigung. Es ist nötig gewesen. Ich habe nämlich gerade daran gedacht, wie der Lefty mir jetzt gleich wahrscheinlich wieder sagt, du kannst jetzt mal Wasser verteilen. Habe ich auch Lust gekriegt. Ich glaube, bei den Lefty könnten wir theoretisch auch noch zerprügeln. Früher. Das hat der Mordrak. Ich halte mich da lieber raus. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ich habe dir gar nichts versprochen. Hä? Ganz ordentlich, nur zu kurz. Tu das nie wieder. Oh nee! Dann müssen wir den wohl weiträumig umfahren. Und nochmal den ganzen Scheiß hier. Dieser scheiß Lefty, der krieg ich auch noch irgendwann auf die Fresse, sobald ich Schatten bin. Oha! Macht der was? Kommt ihr an uns ran hier oben? Ich versuche noch was. Nee, ich wollte ja den Wolf. Hey, Wolf. Alter! Alter, Falter. Aber da sind Truhen. Ich hoffe, Blut liegen, wittern uns hier nicht. Glaube nicht. Es grollt unheilvoll.
Ja, geil, Alter! Alles klar. Dann hat sich das ja schon gelohnt ein bisschen. Warte mal. Ich wollte mich erstmal heilen. La 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 la. Eigentlich hätte ich auch noch beim Diego was lernen können. Lecker! Geil, gebratenes Fleisch. Muss ich vielleicht eine Pfanne auswählen. Rin mit dem Reis, man könnte ja nicht nur Fleisch essen. Wir werden immer besser. Elektrisch ist mir drin. Wir fackeln Pfeile. Geil. Cool. So. Jetzt will ich da aber wieder runter. Tut das weh, wenn ich hier runterspringe? Oder kann ich da das... Da hinten an der Klippe wäre ich ja eigentlich gestorben. Ja, geil. Yeah. Yeah. Oh. La 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 la. So, versuchen wir nochmal beim Kronos. Da müssen wir auch noch dran denken. Und am Lefty vorbei. Leften. Obwohl, wir könnten den jetzt ja vielleicht mit dem Schwert abmurksen. Aber das wirklich nicht. Ich speichere gleich nochmal. Pauset. Immer! Ja, Schwäche! Nee! Anna, nee! Ich kann mich ja heilen, wie blöde. Habe ich Bewegung gekriegt? Das sind Blutfliegen. Die wollen wir noch nicht. So, gegrilltes Fleisch. Lecker. 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 Und lecker. Oh, warum denn? Ein Apfel hier. Speichern. Und weiter. Die witzige Tour. Ihr Schweine vom Dienst, Alter. Ach ja. Immer falsch. 5620 von 7500. Super. Hey, mach einfach mal ein paar Quests, dann wirst du bei uns aufgenommen. Ach ja, hast du Quests gemacht? Ja, dann kannst du jetzt noch Level 5 werden. Wahrscheinlich hast du recht. So, an seiner Art will ich auch nicht stecken. Ich speichere jetzt hier gleich nochmal. Dann versuche ich den Leuten mal Wasser zu geben. Wenn uns dann der Lefty anschwätzt, gibt es. Mich. Weil ein Wasser habe ich, glaube ich, noch. Hey, Bauern! Spring da hoch, da. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich.
Danke, das habe ich gebraucht. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Okay. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nichts mehr an Papa. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Wasser? Hey, Mann! Du hast nichts mehr? Haben wieder alle was gekriegt, bis auf mich? Ja, leider. Musste wohl vertrocknen. So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ey, Lefty. Nimm mir nochmal Wasser jetzt dann. Hey, du. Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag... Zieh doch die beschissene Waffe. Nee! Alter! Alter, warum zieht er nicht einfach die beschissene Waffe? Waffe! Ich meine, ich könnte ihn auch, wie gesagt, großräumig umfahren, aber ich will nicht. Vor allem kriege ich einen Tagebucheintrag. Also irgendwas muss das ja bedeuten. Da hinten wir uns ja auch. So, jetzt... Lass mich. Oh. Der Rückbogen! Wenn ich jetzt in mein neues Lager komme, um Kronos was abzukaufen, dann raste ich aus. Ey, ich hab dir doch gesagt, du sollst... Lefty stinkt. Lefty ist wahrscheinlich der Name von einer Freundin, wa? Deine linke Hand. Jarvis, Söldner. Warum stehen hier zwei? Also drei jetzt insgesamt. Ey, Kronos! Was läuft hier? Ach ja, der Mordtag ist ja jetzt da in der Bude. Vielleicht könnte ich da jetzt auch rein. Ich guck gleich aber mal kurz. Aber eigentlich wollte ich hier den Schiss kaufen und dann in Aldalara gehen. Und leveln. Das mache ich gleich im Jagdgebiet. Kronos! Meine Nase ist schon wieder am Laufen, warte. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. An der Geschichte muss wohl doch was nachdenken. Wahrscheinlich hast du recht. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken, weißt du, da kannst du nicht drin stecken, weil wenn du da drin steckst, dann steckst du da drin. Hier, Kronos. Ich habe einen Brief, ich will bei euch mitmachen, ich benötige mehr magische Kraft. Ich könnte auch den fragen, ob ich da mitmachen kann. Dann mache ich ein bisschen Erfahrung wieder in alte Lager. Ach ne, habe ich glaube ich auch. Hier, ich schaue mal. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, Lehren der Götter. Ach so. Und 1, 2, 3, 1, Lehren der Götter 1, der zweite Kreis. Man soll nicht alles glauben. Übersicht, neues Lager. Ring der Kraft. Stärkebonus 5. Ring der Lebenskraft. Lebensenergiebonus 10. 5. Ich soll hier irgendwas mit Eis kaufen. Da, der Eispfeil, Eisblock. Da steht aber nicht bei, was das macht. 700?! Okay. Ja, kauft ihr da doch einfach, das ist dann viel leichter. Ja. 30, 50, 5. Licht, Heilung, Feuerpfeil. Dann halt nicht. Das passiert mir nicht nochmal. Dann muss ich versuchen, hier beim Lapis Lazuli, weiß ich nicht. Leer.
Irgendwas. Ja, ich habe ja einen Ring. Hoffentlich. War nicht besonders scharf. Wehe, ich gebe ihn ab. Bevor ich das mache. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ist mein Regen. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Doch, das ist er. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier. Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Okay. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay, ich habe den Ring noch. Kann ich ihn eigentlich anziehen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Sieht man das jetzt irgendwo? Nee. Hey, Laris! Das wird halt nicht so heiß gegessen, gekostet wird. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Ja, ich will das wissen. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Ah. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Okay, dann frage ich mal nach Mordrak. Da kriegst du da vielleicht auch Erfahrung. Den Ring kannst du halt erst sagen. Der war ja sowieso. Ach, weißt du, Ringe. Ringe sind völlig überbewertet. 250 Erz auch. Habe ich doch alles dabei. Du sagst dir nicht rein, du bist kein Schürfer. Wo willst du denn hin? Da rein. Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Wenn du meinst. Immer wieder dieselbe Eier. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Ich habe 10 Erz. Hier. 10 Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Mordrak! Wie viel Erz habe ich? Muss die Leute hier bestechen. 277. Na, 50 werden ja wohl reichen, oder? Mehr geht nicht. Was hältst du? Wie viel Erz? Ja. Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Alles glauben, was man hört. Ach nee, ja, egal. Wie viel?
100 Erzbrocken sollten reichen. Ein wahres Wort, du kannst reingehen. Solange ich damit nicht. In seiner Haut. Nee! Na, wie steht's in der Mine? Wir haben das meiste hinter uns. Nur noch wenige Wochen, dann haben wir genug. Das ist wirklich nicht mein Problem. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Was denn für eine Sache? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Nee! Man darf auch nicht alles glauben. Diese Auswahl hier. Hä? Kann schon sein. Besonders schlau. Solange ich damit nichts zu tun habe. Man muss eben aufpassen, was man darum erzählt. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Man darf auch nicht alles. Hey, Silas. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In seiner Haut will ich. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube, ich lade gleich wieder. Jeremiah. Ja, hallo, ich bin der Jeremiah. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier. Nimm eine Flasche, aber sag nichts, Silas. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ah. Ja, so interessant ist der Reislord jetzt auch nicht. Mal oben oder ist. Vielleicht habe ich ja noch 100 Herz wieder. Hä? Hä? Was ist da denn? Habe ich schon mal nur 70 bezahlt. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das Motto des Spiels. Ja, hier haben sie aber nicht gute Arbeit geleistet, wa? Oh, was ist denn da? Stadt. Ach, jetzt habe ich ihn. Tja, ich glaube, jetzt wird er nichts mehr mit dem Ding. Wa? La la la. Hey Silas, ich habe dir was geklaut. Wo geht denn hier hin? Ach, oben hin. Ist da auch noch eine Truhe mit Geld drin. Wer ist da? Das ist wirklich. Bandit. Keine Truhe, wollte mich verarschen. Was liegen hier denn in Säcke? Wenn ein Drehschnitt, dann werden die noch nass. War doch klar, dass das Ärger gibt. Das war doch klar, dass das Ärger gibt. Aber na gut. Aber behalt's für dich. Dann muss ich auf andere Weise irgendwie. Verlass dich auf jemanden. Jetzt will ich. Ach ja, ich wollte gucken, was ich jetzt für Tagebucheinträge gekriegt habe.